Und jetzt die Analyse der ORF-Sommergespräche im Nachgespräch. Der Montagabend, der gehört in der Sommersaison hier im ORF den ORF-Sommergesprächen und hier in ORF 3 natürlich wieder auch dem ORF-3-Sommer-Nachgespräch. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier aus dem Radiokulturhaus. Wir werden uns noch einmal die wichtigsten Aussagen aus dem Sommergespräch mit Pamela Rendi-Wagner anschauen. Also wenn Sie es versäumt haben, kein Problem. Bei uns kriegen Sie sozusagen die volle Packung serviert. Wir analysieren noch einmal dieses Gespräch in einer kleinen feinen Gästerunde hier bei uns im quasi heute roten Salon, wenn wir so wollen. Und mit dabei ist auch heute wieder, wie immer, eine Person, die der Interviewten besonders nahe steht, ideologisch nämlich nahe steht. Und das ist die Autorin und Schriftstellerin Julia Rabinowitsch. Herzlich willkommen. Wie war's? Wie war's? Es ist jetzt ein bisschen schwierig anzufangen, nachdem man mir gesagt hatte, ich bin jetzt nahestehend. Ich versuche es natürlich aus Entfernung zu betrachten. Ich fand wichtige Botschaften gut zusammengefasst im Gesundheitswesen, bei der Würde der Arbeitslosen, in den sozialdemokratischen Fragen, für die sie tatsächlich steht. Ich finde, sehr gut gelungen ist auch, ihren Weg zu zeigen vom Gemeindebau, von der alleinerziehenden Mutter bis hin zu Karriere, Medizinstudium, Doktorat und Ministerialwürden und bis hin zu Parteivorsitzenden. Das sind die Themen, die für die Sozialdemokratie natürlich sehr wichtige Themen sind. Wir werden uns in all diesen Themen sehr ausführlich widmen. Aber ganz kurz, ich nur sagen, dass in Migrationsfragen werden wir wahrscheinlich nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Alles klar. Mehr davon in der nächsten Dreiviertelstunde hier bei uns aus der Abteilung Spitze Feder, Spitze Zunge. Auch diese Woche mit dabei Angelika Hagner, Autorin und Kolumnistin Hager. Bei Profil. Und Hager, ja? Hast du gesagt? Hager? Ja, Hagner habe ich verstanden. Wurde nein, gar. Nein, nein. Ich bemühe mich deutlich zu sein. Angelika Hager, Autorin, Kolumnistin beim Profil, beim Kurier. Herzlich willkommen. Danke. Und wie war das? Die Einladung. Ich fand, sie hatte mehr Bluttemperatur als sonst. Sie war mir erstaunlich sympathisch, weil sie einfach authentischer gewirkt hat als sonst. Aber dann war sie halt wieder so verhalten und so ein bisschen Hängebrückentaktik, man weiß nicht genau und vielleicht, also nach allen Seiten offen, also dann auch wieder enttäuschend. Aber am Anfang habe ich sie einfach, mochte ich sie. Schön. Für die Körpersprache Botschaften ist wieder Stefan Werra zuständig. Was haben wir heute gesehen? Zusammengefasst 5 Dinge. Unterlippen, Unterkiefer, Kopfhaltung und das Blinzeln und am Schluss noch die Handgelenke. Und das Zusammenspiel bei ihr macht es schwer, über längeren Zeitraum ihr zuzuhören. Ein Rätsel, dessen Lösung wir gespannt erwarten. Für die innenpolitische Einordnung ist heute Edgar Weinzettel bei uns, der Leiter der Ö1 Innenpolitik. Edgar, klare Botschaften heute? Schönen guten Abend, danke für die Einladung. Ich finde, eine sehr ruhige, argumentierende Sachpolitikerin, aber als Oppositionschefin sehe ich noch Luft nach oben. Dann widmen wir uns in Kürze diesem Sommergespräch in allen Details und dröseln es quasi von Anfang an noch einmal auf. Aber ich sage zuerst einmal danke an alle für diese erste Einordnung und danke vor allem auch, dass Sie alle sich Zeit nehmen, nach einem vermutlich auch für Sie langen Tag, so spät noch hier zu sein und zu diskutieren. Dafür gibt es auch bei uns was zu trinken. Und Tom Sippos mixt uns wieder einen Cocktail. Er kann das, er kommt von der Austrian Bar Academy und sagt uns, was es heute gibt. Schönen guten Abend. Also unser heutiger Drink wird heißen Rosso e Fiero, Rot und Stolz. Dazu verwenden wir Martini Fiero, auf Wein basierend, Wermut mit Blutorangen versetzt, dann roter Traubensaft, frisch gepresster Zitronensaft und dazu noch als Filler eine Pink Grapefruit Limonade. Das klingt nach etwas, auf das wir uns sehr freuen. Vielen herzlichen Dank. Und wir steigen ein in die Analyse dieses Gesprächs und beginnen vielleicht mit der überraschendsten Aussage von Pamela Rendi-Wagner heute, nämlich als sie angesprochen wurde auf eine Eigenschaft, auf die sie selbst nicht so besonders stolz ist. Und dann kam das. Vielleicht nicht immer so direkt sein. Also viele Menschen behaupten in meiner Umgebung, ich bin vielleicht zu direkt. Ich sage zu sehr, was Sache ist. Da wäre es vielleicht besser, einmal
ein bisschen höflichere Worte zu finden oder ein bisschen eine Umschweife zu finden. Aber es hat sich irgendwie ergeben in den letzten 10, 20 Jahren, vielleicht aufgrund der beruflichen Tätigkeit, einfach zu sagen, was Sache ist. Und in der Politik mache ich es eigentlich nicht anders. Julia Rabinowitsch, Pamela Rendi-Wagner, die Verbindlichkeit in Person, wie wir sie kennengelernt haben, sagt uns heute, dass sie zu direkt ist. Kennen Sie sie zu direkt? Ich glaube, dass dies ein Versuch war, eine möglichst gute Eigenschaft als eine negative zu verkaufen, um keine negativen Eigenschaften nennen zu müssen. Vielleicht würde ich es anders ausdrücken, wenn man mich gefragt hätte, aber ich kann verstehen, warum man in dieser Position, in dieser Situation, im Interview auf sicheres Terrain gehen möchte und dadurch diesen Satz von sich gibt. Aber glauben kann man das hier ganz schwer, oder? Nein, es ist ganz schwer, weil es ist wirklich so, wenn sie das sagt, denkt man sich, finde den Fehler, ja, weil sie ist wirklich die Verbindlichkeit und die Schaumgebremstheit in Person, ja. Also man denkt sich, bitte zeig mir irgendeine Ecke, eine Kante, eine Gekränktheit, eine Form der Selbstironie, eine Form des Schams oder des Schmähs und das gibt's alles nicht. Das ist alles so wie so ein Autobahncharakter irgendwie, ja. Also, was verstehen wir unter Autobank? Na, alles ist so gleichmäßig, kalkuliert. Es gibt nichts, was einem überraschen könnte. Es gibt kein Loch, es gibt keinen Ausreißer. Es ist alles sehr vorhersehbar bei ihr. Und das finde ich schade, weil ich glaube, man kann mit Unvorhersehbarkeiten auch spielen und sich die Leute mehr holen. Und das, wie sie das macht, ist ein bisschen fad, ehrlich gesagt. Ja? Also Opposition muss die wirklich noch lernen. Ja? Das kann sie gar nicht. Autobahn, Stefan Werra, ist 130 keine Überholmanöver, keine abrupten Bremsmanöver, oder war das naja, so? Sie fährt, glaube ich, eher 90, sehr brav, und vielleicht 100, so gerade, dass man irgendwie niemanden lästig wird. Und die kann wahnsinnig gut ergänzen, und zwar körpersprachlich ist alles immer gleich, und zwar sie betont nahezu jede Aussage mit der gleichen Körpersprache. Sie zieht da die Unterlippen nach innen. Was heißt das? Den Unterkiefer ganz nach oben, dreht den Kopf nach oben und betont alles sehr, sehr genau, Frau Thurnherr. Und das ist auch gut so. Und dann wird es irgendwann einmal so anstrengend, ich versuche es einmal in einer Analogie, wenn ich alles mit hoher Stimme sage, dann wird es irgendwann nervig und ich kann nicht mehr zuhören. Wenn ich aber dazwischen manchmal mit einer tiefen Stimme spreche, dann wird die hohe Stimme plötzlich zur Betonung. Und sie betont alles so mit dem leicht erhobenen Kopf und damit wird es unglaublich anstrengend. Und zu einem anderen Aspekt kann ich noch was sagen, sie wurde auch gefragt zum Thema Dialekt. Und sie wurde einfach gefragt, sie kommen aus der Bär-Albin-Hansson-Siedlung, eine Arbeitersiedlung, und fragt, sprechen Sie auch Dialekt? Ich meine, sie hätte nur sagen müssen, ja sicher, Herrst Alter, natürlich mache ich das. Aber und ganz Österreich hätte wahrscheinlich gesagt, na, sie kann es ja eh. Ja. Ich meine, ich muss sagen, ich bin kein Wiener, ja, ich bin Tiroler, aber das kann ich wahrscheinlich noch besser als Sie. Und das heißt, was ihr fehlt, ist das Reale. Das heißt, sie spricht so theoretisch über Dinge, die man machen könnte. Aber wenn sie es mal tun würde, wenn sie mal Dialekt nur sprechen würde, wenn sie mal, wie Angelika Hager sagt, wenn sie sich halt einmal so irgendwo reinfläzen würde, ja, und sagt, okay, lasst mir doch alle angehen, würde diese Unterlippen plötzlich viel mehr Bedeutung bekommen, als ich bin ständig auf diesem hohen Level. Sie ist so eine Bobo-Prinzessin halt und sie hat auch versucht, gegen dieses Image halt anzukämpfen und sozusagen sich von der Sauerteig-Fraktion verabschiedet, aber trotzdem bleibt ihr dieses Saint-Tropez irgendwie picken. Also man nimmt ihr eher Saint-Tropez als die Pierre Albin Hansen-Siedlung ab. Da muss ich aber sofort einhaken, ja, weil bitte. Ich finde es absolut entwürdigend, jemanden auf seine Herkunft zu reduzieren. Nein. Dann müsste ich quasi für immer Flüchtling sein. Ich bin als Flüchtling hergekommen. Ich habe meinen Weg gemacht. Muss ich mich denn immer wieder auf diesen Anfangspunkt meiner Karriere in Österreich zurückdrängen lassen? Aber wenn Sie Russisch sprechen, tät manchmal, dann könnte man ihr ja den Flüchtling abnehmen. Also ich lege es nun mal um. Das ist doch absurd. Warum sollte ich das? Na stopp, das ist, die Replik stimmt nicht, weil sie wurde nur gefragt, ob sie es noch kann. Und sie spricht im hochgewählten Deutsch, natürlich kann ich es noch. Ja, weil es einfach ihrs ist. Warum sollte sie sich verstellen? Also das, die Kritik verstehen, es gibt andere Dinge, da würde ich die Kritik wirklich versuchen verstehen. Versuchen wir es mal mit der innenpolitischen Einordnung dieser Aussage. Denn Edgar Weinzettl, man muss schon sagen, dieses ich bin manchmal zu direkt, versucht man sich jetzt zu vergegenwärtigen im Zusammenhang mit
vielen innerparteilichen Auseinandersetzungen, wo sich, glaube ich, manche innenpolitische Beobachter, manche Beobachterin mal erwartet hätte, dass sie mal direkt ist gegenüber Hans-Peter Doskozil zum Beispiel. Ja, also das Statement von ihr war so eine typische Disparität zwischen Eigenbild und Fremdbild. Also die Wahrnehmung passt einfach nicht. Und die Direktheit, Sie haben es gesagt, einmal das am Tisch hauen und die Leidensfähigkeit, das wäre wahrscheinlich das passendere Attribut gewesen, hintanzustellen, das wäre treffender für die Selbstbeschreibung gewesen, zweifelsohne. Ja. Also ich glaube, sie ist die höflichste, verbindlichste Oppositionspolitikerin, die man sich als Regierung wünschen kann. Also, das. Und dann hat sie noch, wenn man dem Interviewfluss gefolgt ist, eine Sache thematisiert, oder sie ist damit konfrontiert worden von Lorenz Dietl-Bacher, von ihrem Weg in die SPÖ und mit der Frage, ob dieser schnelle Aufstieg vom Nicht-Parteimitglied, von der Gesundheitsexpertin zur Parteichefin nicht ein wenig zu schnell gegangen ist. Ja, das war schnell. Da gebe ich Ihnen recht. Zu schnell war die Frage. Es war ja auch von mir jetzt nicht geplant. Also ich war ja jetzt nicht schon 10 Jahre oder 15 Jahre lang unterwegs und habe gesagt, ich möchte in die Politik. Das ist mein Traum. Sondern ich habe ja einen Beruf gehabt. Ich habe den sehr, sehr gerne gemacht. Ich war dann im Gesundheitsministerium bei Alois Stöger im Bereich öffentlicher Gesundheit. Also ich habe dem Christian Kern gesagt, wie er mich gefragt hat, aber warum eigentlich? Ich habe meinen Traumberuf. Und das war genau der Punkt, aber deswegen insofern ist es schnell gegangen und ich konnte mir den Zeitpunkt auch nicht aussuchen. Aber der Sprung ins kalte Wasser, der lernt oft sehr gut schwimmen. Das ist, Stefan Werra, immer eine, glaube ich, ganz schön schwierige Situation für die Interviewten. Irgendwie diese Passage, wo man gehen muss und gleichzeitig reden muss. Und da schwingen dann manchmal Botschaften mit, die man vielleicht gar nicht so beabsichtigt, oder? Für mich ist das wunderbar, diese Szene. Da sehe ich jedes Mal was. Und auch bei Randy Wagner, da subsumiert sich nämlich diese Anspannung in den Unterkiefern. Ich muss kurz aufstehen. Wenn sie nämlich geht, sieht man sehr schön, mit ihren Handgelenken ist sie immer da draußen. Das kann einmal jeder probieren. Da muss man angespannt sein in den Händen, weil normalerweise würden wir alle so gehen und die Handgelenke fallen nach unten. Bei ihr sind die Handgelenke da draußen. Jetzt sagt man natürlich, ja, aber der schaut auf jedes i-Tüpfel drauf. Aber es geht mir darum, den Menschen einmal zu verdeutlichen, was macht denn eigentlich das Image von Pamela Randy Wagner aus? Und es ist tatsächlich dieses ständig unter einer gewissen Spannung, vielleicht auch selbst erzeugten Erfolgsdruck oder Perfektionsdrang zu liegen. Und der ist immer an der Körpersprache zuerst ersichtlich. Und es kommt nur das fünfte Element, was ich versprochen habe, und das ist beim Zuhören, macht Randy Wagner etwas, und zwar sie blinzelt sehr, sehr häufig. Und wenn wir uns anstrengen müssen, dass ich jemanden deutlich zuhöre, dann blinzel ich viel, viel öfter. Und das sind Signale, wenn man die alle so unterbewusst natürlich nur wahrnimmt, hat man schon irgendwie den Eindruck, es ist alles ein wenig gewollt. Und das trifft übrigens, letzter Satz, das trifft übrigens ganz gut, was ihre Jugendfreundin gesagt hat, nämlich jemals aufgeschrieben, hat sie jemals etwas Verrücktes angestellt? Nein, hat sie nicht gemacht. Hätte sie es doch öfter gemacht. Aber ist diese Selbstkontrolle, Julia Rabinowitz, möglicherweise sozusagen eine Art Überlebensinstinkt in dieser Partei, wo sie es wahrscheinlich nicht leicht hat? Ich würde sogar wesentlich weiter zurückgehen, weil ich habe mir überlegt, auch als Sie gesprochen haben und als ich zugesehen habe, es ist dieses Versprechen, dass man es schafft. Es ist das Versprechen, das man vielleicht schon der Mutter gegeben hat. Ich würde sehr viel weiter zurückgehen, nicht erst in der Partei ansetzen. Es ist dieses, ich kämpfe mich daraus, ich kämpfe mich weiter. Ich kann vielleicht nicht locker lassen in diesem Kampf. Das habe ich darin gesehen, in Ihrer Interpretation unter anderem. Ich würde das jetzt weniger auf die Politik alleine festmachen. Und ja, wenn man sagt, sie hat nichts Verrücktes gemacht, vielleicht, weil da kein Raum dafür war, etwas Verrücktes zu machen. Vielleicht war das Verrückteste eh, dass sie SPÖ-Parteichefin geworden ist. Aber das, was die Frau Rabinowitz gerade angesprochen hat, ist, finde ich, ganz zentral auch für die Situation der SPÖ, nämlich dieses Aufstiegsversprechen. Das, ja. Und
Man kann ja, ich sage jetzt ein bisschen ketzerisch, sagen, dass die SPÖ wahrscheinlich in diesem Parteienspektrum die Partei ist, die, je erfolgreicher sie ist, sich ihrer eigenen Geschäftsgrundlage beraubt. Weil man muss sagen, die letzten 40, 50 Jahre war sie erfolgreich, hat viele Menschen oder hat vielen Menschen den Aufstieg ermöglicht. Nur was passiert mit den Aufgestiegenen? Sind sie der SPÖ dankbar? Dankbarkeit ist keine politische Kategorie. Man hat gewisse Besitzstandsdünkel vielleicht. Dann man fragt sie, ist die SPÖ dann noch diejenige Partei, die mir das, was ich mir erarbeitet habe, wirklich verteidigt? Oder gibt es bessere Frontkämpfer? Und das ist sozusagen die SPÖ, je erfolgreicher sie wird und je mehr Menschen, und das waren sehr viele, den Aufstieg ermöglicht, desto geringer wird eigentlich ihre Geschäftsgrundlage. Das ist ein Aspekt, aber ist, glaube ich, ein nicht zu vernachlässigen. Aber es ist ein kluger Aspekt. Entschuldigung. Darf ich noch fragen, weil in praktisch jedem Interview, das Pamela Rendi-Wagner gibt, in jedem größeren Gespräch, muss sie sich vorhalten lassen, seit sie angetreten ist, dass sie ständig dieser Kritik aus den eigenen Reihen ausgesetzt ist. Ich kann mich nicht erinnern, dass das bei jedem anderen Parteivorsitzenden auch so war. Versteht man eigentlich nicht, warum sie da nicht einmal am Tisch schaut und einfach auch sozusagen das Visier aufmacht und gegen diese Tosco-Ziels antritt, weil da würde sie unglaubliche Sympathiewerte gerieren. Sie hat jetzt ein bisschen so eine Jeanne-d'Arc-Leidensfähigkeit, also so eine Märtyrerrolle, wo sie sagt, ich beiße mich da fest, trotz all dieser alten weißen Cis-Säcke in meiner Fraktion und werde durchhalten. Aber ich vermisse, dass sie da auch mal auf den Tisch schaut und sagt, so geht das einfach nicht. Wahrscheinlich war einer dieser Momente, wo man das erwartet hätte, der auch viel besprochene Parteitag, bei dem ein Viertel der SPÖ-Delegierten sie nicht gewählt hat. Trotzdem hat sie damals von einem Erfolg gesprochen, weil drei Viertel sie gewählt haben. Und heute sagt sie zu diesem Ergebnis das. Naja, jeder ist ein Mensch. Und natürlich hätte ich mir mehr als 75% gewünscht. Alles andere wäre ja wirklich seltsam, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Also ich bin kein Roboter, ich bin nicht eiskalt. Natürlich, mehr wäre schön gewesen, aber ich habe jetzt mehrfach schon gesagt in den letzten Wochen, dass ich damit gut leben kann, dass das für mich eine Basis ist, gut weiterzuarbeiten. Und im Übrigen, glaube ich, gibt es im Leben einfach viel härtere Prüfungen, als darüber nachzudenken, ob man 70, 75, 80, 85% Zustimmung an einem Parteitag hat. Sagt Pamela Rendi-Wagner über ihr Parteitagsergebnis. Mittlerweile haben wir etwas zu trinken bekommen. Der Moment ist gar nicht schlecht. Rot und Stolz heißt dieses Getränk. Und der Versuch von Pamela Rendi-Wagner, so zu tun, als wäre sie stolz auf dieses 75%-Ergebnis, ist der gelungen oder nicht? Naja, er ist eben in dem gleichen Level, wie jetzt darf ich gar nichts trinken, gell? Zuerst reden. Wir schon trinken. Zuerst reden, dann trinken. Ja, wir trinken. Andersrum geht es auch. Es verliert sich alles immer in der Gleichförmigkeit bei Pamela Rendi-Wagner. Und ich muss ja jetzt nochmal auf Herrn Weinzettel und Frau Hager zurückkommen. Wir sprechen zu viel von der Oppositionsrolle. Wir reden nochmal gar nicht von dem. Sie muss einmal parteiintern eine Akzeptanz haben. Da geht es um Führungsqualitäten. Und erst wenn sie die hat, dann können wir darüber reden, ob sie Oppositionsqualitäten hat. Und zurückkommend, ich glaube, wir müssen einmal grundsätzlich drüber sprechen, wenn wir so am Reißbrett einen Kandidaten uns aufschreiben würden. Eine Frau, attraktiv, hochgebildet, Mutter, weltgewandt, dann würde man sagen, Bingo, die wird es. Genau. Und dann sehen wir aber das Ergebnis. Und da kommt eben immer wieder die Wirkung, also die Körpersprache ins Spiel. Es ist alles Schall und Rauch. Jede Ausbildung, jeder Track Record, also jede Berufserfahrung, die man hat, wenn man körpersprachlich die Menschen nicht schafft, auf seine Seite zu bringen. Und man spricht körpersprachlich immer davon, dass man die Emotionen eine Identifikationsfläche gibt. Das heißt, dass ich mich irgendwie wiederfinde. Und das findet man bei ihr, aber die Zielgruppe ist sehr, sehr klein. Aber welche Zielgruppe wäre das eigentlich? Ich sehe die Zielgruppe eigentlich gar nicht. Ich meine, das sind
Über das können wir gleich reden, ja, wenn wir uns den nächsten Ausschnitt anschauen. Der passt nämlich jetzt eigentlich wie maßgeschneidert dorthin, weil sie dann auch gefragt wurde, ob möglicherweise nach ihrer langen Geschichte, in der die SPÖ, wie Edgar Weinzettl erzählt hat, auch sehr erfolgreich war, zum Beispiel bei den Arbeiterinnen und Arbeitern, sich die SPÖ heute mit dem neuen Wählerpotenzial vielleicht neu erfinden muss. Und da hat Rindi Wagner eine sehr klare Antwort gehabt. Nein, das glaube ich nicht. Also ich bin der festen Überzeugung, dass die Sozialdemokratie genau heute dafür steht, wofür sie auch vor 130 Jahren gestanden ist. Nämlich, dass der Staat und die Politik eine Verantwortung für die Lebensbedingungen der Menschen haben. Dass der Staat die Menschen nicht ihrem Schicksal überlässt. Und dass die Politik den Menschen Möglichkeiten und Chancen gibt, gerechte und faire Möglichkeiten und Chancen, die unabhängig von ihrer Herkunft sind, von ihrer Familie, von der Geldbörse, also von den finanziellen Ressourcen, vom Geschlecht, dass Männer und Frauen gleiche Chancen haben. Das ist die Einstellung der Sozialdemokratie, das nenne ich Chancengerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeit bringt die Menschen die Freiheit, aus ihrem Leben etwas zu machen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und das hat sich seit über 130 Jahren nicht geändert. Edgar Weinzettl, diese Erzählung der Sozialdemokratie, reicht die heute noch aus oder sitzt Pamela Rendi-Wagner da möglicherweise einen Trugschluss auf? Naja, ich glaube, dieses Zielgruppenproblem haben alle ehemaligen Volksparteien. Nicht? Man könnte jetzt sagen, also für die SPÖ umgemünzt ganz zugespitzt gesagt, was haben die Innenstadt oder innerhalb des Gürtels, des Wiener Gürtels lebenden grünaffinen, rotaffinen Wählerinnen und Wähler gemeinsam mit einem Hackler in der Obersteiermark? Was hat bei der ÖVP der Tiroler Bergbauer gemeinsam mit einem niederösterreichischen Großindustriellen? Diesen Gap gibt es ja in allen Großparteien. Ich glaube, das Problem erledigt sich relativ schnell, wenn du einen zugkräftigen Einser oder eine Einser an der Spitze hast. Das deckt alles zu. Erinnern wir uns an die ÖVP, welche Querelen, Bünde, Länder bei unerfolgreichen Parteichefs wir erlebt haben. Ja? Dann kam Sebastian Kurz. Alles ist plötzlich zugedeckt. Es ist ein undankbares Geschäft in der Politik, in der Spitzenpolitik, bist du dann sozusagen anerkannt, wenn du für deine Partei Wahlen gewinnst. Mhm. Bis dorthin wirst du Diskussionen haben. Das kannst du nur ändern, indem du Wahlen gewinnst. Der Weg dorthin ist steinig und Opposition, wir haben es schon festgestellt, ist nicht das Hauptgeschäft der SPÖ. Das hat sie nicht gelernt, da gibt es andere. Aber sobald der Einser oder die Einser Wahlen gewonnen hat, wird das wieder applaniert. Davon gehe ich fix aus. Könnte noch dauern. Im Moment schaut es nicht danach aus, Juli Rabinovic. Und das Interessante war dann schon auch die Ansage von Pamela Rendi-Wagner, an welche Zielgruppen sie sich jetzt eigentlich verstärkt richten möchte, wo sie ihr Wählerinnenpotenzial sieht, abseits eben der Arbeiterinnen und Arbeiter, von denen wir wissen, wo sie heute stärker wählen als die SPÖ. Hat sie da die richtigen Gruppen im Fokus? Ich denke, also ich muss sagen, dass die Aussage, dass sich die Zielpunkte der Sozialdemokratie nicht geändert haben, auf einer Ebene natürlich stimmen, denn Leben in Würde, Leben von seiner Arbeit, in Würde vor allem, in Sicherheit, ist natürlich ein Thema der Sozialdemokratie und ist immer noch top aktuell, denn die Working Poor werden mehr, die Frauen vor allem, also nicht nur die Frauen, auch Menschen mit Wurzeln aus anderen Ländern haben natürlich nicht die gleichen Aufstiegschancen nach wie vor. Das heißt, dieses Thema wird natürlich ein Thema bleiben. Es ist ein Grundbedürfnis von Menschen, dass sie sich in ihrem Leben sicher und geschätzt fühlen wollen. Ich glaube, wenn die Sozialdemokratie diese Themen bedient und eine Hoffnung wecken kann und auch ein Versprechen weiterhin aufrechterhält. Das, was Sie vorher angesprochen haben, dieses Versprechen des Aufstiegs. Es gibt immer noch sehr viele Menschen, die nicht diesen Aufstieg für sich beanspruchen konnten. Das würde ich nicht ändern. Was vielleicht wichtig ist, ist, den Fokus zu schärfen auf, wer sind diese neuen Working Poor, wie schaut das aus in ihrem Leben. Sie arbeiten eventuell nicht von 9 to 5, sie sind eventuell
kleine EPUs, es sind Kunstschaffende oder auch Selbstständige. Die SPÖ kann durchaus auch den kleinen Selbstständigen im Auge behalten. Auch der wird seine Bestätigung und seinen Schutz brauchen. Da hat sie auch angesprochen, die Einpersonenunternehmen als Zielgruppe für die SPÖ. Und dann kommt irgendwann, Stefan Werra, immer der Punkt, wo man sagt, diese Person kann diese Gruppen nicht überzeugend erreichen. Und da haben wir auch in dem Porträt zu Beginn des ORF-Sommergesprächs gesehen, Wegbegleiter von Pamela Rendi-Wagner oder auch den Journalisten Christoph Gotanko, der Bruno Kreisky wieder mal herbeizitiert hat, sozusagen im Wort jedenfalls, und gesagt hat, das war der Mann im Maßanzug, der trotzdem viele Menschen überzeugen konnte, ein Stück des Weges mit der Sozialdemokratie zu gehen. Warum gelingt das Pamela Rendi-Wagner, dieser so ja, karrierebewussten, wie Sie gesagt haben, quasi maßgeschneiderten Frau für diese Rolle, nicht in diesem Ausmaß? Da fehlt ja körpersprachlich ganz einfach die Vielfalt. Das heißt, es nennt sich Law of Requisite Variety, Gesetz der erforderlichen Vielfalt. Das heißt, je größer mein Verhalten, je weit gespreizter mein Verhalten ist, desto mehr Zielgruppen kann ich ansprechen. Rendi-Wagner spricht eine Zielgruppe, vielleicht die innerstädtisch ist, die sehr gebildet ist, die sich sehr gewählt ausdrücken kann. Also ich sprich sehr viel auf Medizinkongress und ich sehe ihre Körpersprache und denke mir, da passt sie ganz genau hin. Aber die Zielgruppe ist wahnsinnig klein. Und jetzt sage ich ein Beispiel von Gerhard Schröder in Deutschland, der ja oft geprügelt wird. Der hat damals, wie er Kanzler war, hat eine Signaturstunde gemacht und irgendwann hat er gesagt, bringt mir mal ein Bier her, sonst streike ich hier. Das ist durch Deutschland durchgegangen. Jeder liebt das, oder? Und die Leute, und jetzt würde man nicht sagen, der ist ungebildet. Man würde, der ist im Brioni-Anzug dort gewesen und hat diesen Satz gesagt. Und diese Weitläufigkeit ihres Verhaltens fehlt ja. Sie bleibt immer auf der Ecke des Bildungsbürgertums, des Perfekten, des körpersprachlich immer eine gewisse Haltung bewahrenden. Und damit lasse ich natürlich so viele Menschen hinten, die sagen, ja, da kann ich nicht mit, der spricht in einer Sprache, das verstehe ich nicht. Und zwar verbal wie auch nonverbal. Und was sie auch noch macht, man merkt auch, dass sie spürt, dass sie allein zu wenig Zugkraft hat. Denn sie verwendet überraschend oft Vergleiche. Sie hat zweimal gesagt, ich war die erste Frau. Ich war die erste Frau. Bruno Kreisky hatte noch weniger als ich. Ich habe ein paar so Beispiele aufgeschrieben, wo sie immer Vergleiche hat, dass sie eigentlich doch ganz vorne ist. Ja, wenn ich wirklich vorne bin, wissen Sie, es ist immer so, wenn der Chef in der Firma zu oft sagen muss, hey Leute, der Chef hier bin aber ich, dann hat der Chef ein grundsätzliches Problem. Wie groß ist das grundsätzliche Problem, das sie als Chef in der Partei hat, Edgar Weinzettel? Ganz kurz dazu. Ja. Die Chefin oder der Chef ist natürlich auch für das unmittelbare Umfeld, das ihn coacht, das ihn betreut, verantwortlich. Das heißt, man kann sehr viel an der Einser oder am Einser abladen, aber er ist auch dafür verantwortlich, dass das Umfeld passt, das mich voranbringt. Und es ist sehr oft die Rede davon, dass sie vielleicht in das falsche Team eingebettet ist, etc. oder überhaupt in ein Team eingebettet ist. Wer, wenn nicht die Einser, sucht dieses Team aus? Also das ist schon auch Aufgabe der Nummer eins. Und hat sie da einen nicht so guten Handgriff? Die Zahlen geben es momentan nicht her. Also wenn ich nach 1,5 Jahren oder 2 Jahren Chatprotokolle, Ibiza, Pandemie-Management der Regierung noch immer dort bin in den Zahlen, wo die SPÖ ist, nämlich ganz, ganz deutlich hinter der türkisen ÖVP, dann kann man die Zahlen sprechen lassen. Angelika Hager, würde man ihr abnehmen, wenn sie jetzt plötzlich eben dieses Dialekt sprechen, sich hinfletzen? Stefan Werra gesagt, könnte sie das? Kann kein Coach einem beibringen, fürchte ich. Ich glaube, da muss man ein political animal sein, um das zu kapieren. Ich sehe sie auch nicht am Biertisch sitzen und quasi joviale Speckjausen irgendwo in der Murmürzfurche essen. Ja. Man sieht sie einfach wirklich nur in so einer Smoothie-Bar, wo sie ein Soja-Decaf-recycelt Kaffee trinkt. Ja. Um 16:30 Uhr. Und in einem Strenes-Kostümerl. Und es ist so, also es ist ja völlig in Ordnung. Man muss ja nicht arm sein, um gegen die Armut
zu sein. Ich finde ja genau das Beispiel Kreisky immer, der ja auch in den Knieschanzügen um weiß ich nicht wie viel hunderttausende Schillingen spazieren gegangen ist. Und ja, es hat ja auch bei Franitzky funktioniert. Ja, aber das kann man ja auch, das kann man ja gut transportieren, dass das sozusagen kein Widerspruch sein muss. Nur bei ihr ist, glaube ich, wirklich, dass sie immer noch diese Streberhafte hat und immer noch Klassenerste sein will und der Mama vielleicht sozusagen, die alleinerziehend um sie gekämpft hat, sozusagen eine Freude machen will. Und wenn sie mal sagt, ja, es hat mich gekränkt, dass nur 75% bei, und ja, es hat mich gekränkt, dass diese Typen dann Fußball schauen gegangen sind und den Saal verlassen haben, dann würde sie das wahnsinnig sympathisch machen und da könnte ich mich und wir uns alle vielleicht mehr mit ihr identifizieren und sie hätte dann sozusagen dieses Avatar-mäßige Glatte, wo alles abperlt, also diese Teflonschicht würde ihr irgendwie abhanden kommen. Aber ich glaube, das muss man haben, das kann man nicht lernen. Wenden wir uns kurz ab vom Kostümdesign hin zu inhaltsschwereren Aspekten dieses ORF-Sommergesprächs. Da ging es zum Beispiel auch um die Frage, wie umgehen mit Arbeitslosen in einer Zeit, in der zum Beispiel die Gastronomie händeringend Personal sucht. Und da war die Antwort von Pamela Rendi-Wagner so. Ich glaube, man muss sich auch fragen, und da bin ich schon einer Meinung auch mit der Gewerkschaft, die das ja auch ganz klar immer wieder fordert, wenn ein Bereich offenbar Probleme hat, Arbeitskräfte zu rekrutieren, dann muss sich diese Branche auch fragen, ob die Arbeitsbedingungen noch stimmen, ob sie attraktiv genug sind und ob der Lohn auch noch passt. Also Mindestlohn in der Gastronomie als Mittel jetzt. Dass man jedenfalls die Löhne in diesem Bereich erhöht, um natürlich die Attraktivität auch dieses Jobs zu erhöhen und nicht den Druck auf Arbeitslose, die es sowieso schon sehr schwer haben und hier die Zuverdienstgrenze streichen und ihnen die letzte Würde, die diese Menschen haben, um über der Armutsgrenze zu leben, man hat ca. 470 Euro Zuverdienstgrenze, damit sie über die Armutsgrenze kommen, diese Möglichkeit ihnen zu streichen, finde ich erstens wirtschaftlich unvernünftig und menschlich auch. Hans-Peter Doskozil, der burgenländische Landeshauptmann, hat vor einiger Zeit im Burgenland einen Mindestlohn, wenn ich mich nicht sehr täusche, von 1.700 Euro festgesetzt für Landesbedienstete im pflegende Burgenland. Angehörige. Bitte? Und pflegende Angehörige. Pflegende Angehörige. Da ist ihm die Bundesparteivorsitzende nie gefolgt. Und auch in dieser Diskussion hat sie sich eigentlich nicht getraut, eine klare Ansage zu machen. Warum eigentlich nicht? Gute Frage, das muss man Sie fragen. Also die Findung in der SPÖ zu diesen, auch spielentscheidenden Themen, Migration, Arbeitslosigkeit, Arbeitsmarkt etc., ist offenbar zurzeit eine sehr, sehr mühsame. Das hat zu tun mit dieser Einser-Frage etc., mit Fliehkräften in den Ländern. Wir wissen, dass an der Migrationsfrage sich die Geister scheiden. Das haben wir auf offener Bühne miterlebt. Es gibt in den Ländern Bestrebungen, Niederösterreich, Burgenland, da sozusagen das Thema für sich doch auch zu kapern. Dann gibt es Bedenkenträger, die sagen, mit diesem Thema ist bei unserem Publikum nichts zu gewinnen. Und dieser Gap tut sich, finde ich, auch auf bei dem ganzen Thema Arbeitsmarkt. Auch im sozusagen Widerstreit mit der Gewerkschaft, die dann heute zum Beispiel gejubelt hat, dass es der Vorschlag der Gewerkschaft aufgegriffen wurde von der Partei mit diesem Pflegegeld, das sozusagen für die Pflegeausbildung es eine Unterstützung geben soll. Eine alte Gewerkschaftsforderung, nicht? Also da ist, glaube ich, der Prozess der Entscheidungsfindung in der Partei ein unglaublich mühsamer. Und der hängt aber eindeutig zusammen mit der Struktur und die geht halt top-down, nicht rund zurzeit. Spürt man das, Julia Rabinowitsch, dass da offensichtlich, dass sich Pamela Rendi-Wagner schwer tut mit so klaren Ansagen, auch bei Themen, bei Sachthemen, die sozusagen aus dem Herzen der Sozialdemokratie kommen? Ich habe nicht wahrgenommen, dass sie sich diesem Thema nicht gestellt hat. Sie hat ganz deutlich gesagt, so wie es im Augenblick ist, funktioniert dieser Bereich offenbar nicht, weil auch
entsprechende Bezahlung nicht vorhanden ist. Wenn jemand händeringend Personal sucht, dann liegt das meistens daran, dass die Bezahlung nicht gut ist. Sie hat sich jetzt nicht explizit auf die Höhe der Bezahlung festgebissen, aber sie hat das doch relativ klar, finde ich, angesprochen, dass hier natürlich nicht die Lösung sein kann, den Arbeitslosen ihre letzte Würde zu nehmen. Das ist bei mir sehr hängen geblieben, dieses Thema der Würde, weil obwohl sie da sitzt im Maßanzug und obwohl sie da sitzt und das Bildungsbürgertum repräsentiert, sie weiß, ich bin ganz sicher, dass sie ganz genau weiß, wie es sich anfühlt, wenn man diese Sicherheit eben nicht hat. Und insofern habe ich sie nicht so empfunden, als hätte sie sich dem Thema nicht konkret gestellt. Und das Kämpferische? Gibt es das bei ihr? Ja, das passt wunderbar drauf. Frau Rabinowitsch, Sie horchen ihr aufmerksam zu. Sie haben eine gewisse Affinität zu ihr und das glaube ich auch. Aber ihre Stimme hat sie sowieso schon. Das heißt, was sie schaffen müsste, Randy Wagner, ist, Menschen anzuziehen, die noch zweifeln, gebe jetzt der SPÖ meine Stimme oder nicht. Und das, wo Sie jetzt dann sagen, sie hat schon die Stimme dafür erhoben, da muss man schon sehr aufmerksam und sehr geduldig dabei sein. Und das könnte man mal in Österreich fragen, die das Sommergespräch angeschaut haben, wie viele sind denn bei dem Thema noch aufmerksam dabei gewesen, inhaltlich. Und ich glaube, das ist das Problem. Man muss einfach in so einer Position unglaublich zugespitzt, unglaublich bildlich auch sprechen können. Und ich meine das jetzt nicht nur mit der Sprache, sondern auch mit der Körpersprache. Und da ist sie viel zu einförmig, viel zu gewählt ausgedrückt. Ich komme wieder zum Medizinkongress zurück, kurz. Wenn man da ins Publikum schaut, wer da wirklich aufmerksam zuhört, dann kommen einem die Tränen. Und so ungefähr kommt mir das vor. Sie schafft es nicht, die Themen so anzusprechen, dass man plötzlich die Ohren aufreißt. Also wenn du als Oppositionschefin in einer Stunde einen halben Angriff auf die Regierung startest oder starten kannst und mehr ist mir nicht aufgefallen, also einen dezidierten Angriff. Und mit einem Zeitungsartikel und noch der dazu, musste dann sozusagen aus einem Artikel des Standard zitiert werden und kam nicht von ihr selbst. Und körpersprachlich muss man das sehen. Entschuldigung, ist ganz das kurz. Ein Manko, Wir können uns das anschauen. Ja, Entschuldigung, ja, schauen wir uns das an. Wenn wir schon bei dem Thema sind, wir hätten da noch ein anderes Sachthema, auf das wir noch zurückkommen können. Aber genau diese Szene, glaube ich, können wir uns jetzt einfach anschauen. Die Frage ist ja nicht, mit wem ich regieren will, sondern in welche Richtung sich die ÖVP hin entwickelt. Ich kann nur sagen, dass wir seit 76 Jahren, Zweite Republik, immer einen Grundkonsens hatten, nämlich ein demokratiepolitisches Grundverständnis, das Respekt vor Justiz, Rechtsstaat, oberste Organe immer unausgesprochen als Grundsatz hatte. Und ich schließe eine Koalition aus mit einem System, das diesem demokratischen Grundkonsens und Grundverständnis nicht entspricht. So, jetzt haben wir eigentlich gedacht, da kommt der Zettel, aber der kam dann später. Also ihr mich gewundert, toll, wie sie den da hingebracht hat. Ich habe es nicht gesehen, wo sie ihn herholt. Sie holt ihn raus, nimmt einen zusammengefalteten Zettel, liest von Großbuchstaben ab. Die Aussagen, die bleiben sowieso nicht hängen beim Zuhörer. Das muss sie als Profi wissen. Und wenn man das schon in heiter Manier macht, dann muss ich es in die Kamera zeigen und dort die Worte draufgeben. Also das hat ihre Position aus meiner Sicht geschwächt und war wiederum so ein, ich musste eine Zeitung zitieren, nachdem ich schon den Kreisky zitiert habe und nachdem ich schon die Statistik zitiert habe. Und das, sie wollte wahrscheinlich was Positives bezwecken, aber subtil auf einer Metaebene signalisiert sie da immer, ich brauche immer irgendjemanden, der mir sagt, dass ich auf der richtigen Spur bin. Warum braucht sie einen Kronzeugen eines Zeitungsartikels, um ihre Kritik an der Regierungspartei zu formulieren? Naja, das ist schon eine beobachtbare Strategie, dass sie sozusagen als potenzielle Kanzlerkandidatin sich jetzt nicht, ich sag's einmal salopp, die Hände schmutzig macht, indem sie angriffig ist, indem sie sozusagen die Regierung herwatscht, vor sich hertreibt etc. Das sollen andere machen. Das ist die Frage, ob ich das als SPÖ durchhalten kann in der Position, in der ich bin. Und wenn sie es nicht macht, müsste es wer anderer machen. Jetzt naja, Herr Weinzettel, das ist jetzt ein bisschen schwarz-weiß mal. Das heißt ja nicht, dass sie da völlig ausarten muss in einer unglaublich aggressiven Rhetorik. Wenn sie die Dinge, wie sie selber so klar anspricht. Also das ist jetzt. Aber das hat sie getan. Über
größere Strecken dieses Interviews hat sie doch deutlich gesagt, was für sie das System Kurz bedeutet, dass es nicht gegen die ÖVP allein gerichtet ist, dass sie Respekt verlangt. Das Wort Respekt fiel relativ oft. Ich fand das auch sehr wichtig. Respekt vor der Justiz, Respekt vor dem Einzelnen, Respekt vor dem, der sozial nicht abgesichert ist und vor der. Das sind Punkte, die doch sehr, sehr klare Ansagen waren. Darum verstehe ich das nicht ganz, warum das jetzt kritisiert wird. Art 1, Art 2, dass sie sagt, ich bin die erste Frau, das kann ich hier nicht ankritteln. Und dabei geht es nicht um meine Stimme, weil ich war nie arbeitslos, Gott sei Dank. Ich bin selbstständig, ich bin in einer völlig anderen Welt im Moment. Insofern, das ist quasi nicht der Punkt, der für mich wichtig wäre als Wählerin. Für mich ist wichtig, dass die Menschenrechte gültig sind, dass das Recht des Einzelnen auf seine Würde gültig sind. Das ist für mich vielleicht das Allerwichtigste. Und dieses, ich bin die erste Frau, das würde ich auch sagen. Ich würde das vermutlich, wenn ich in dieser Situation wäre, ich würde es betonen, weil es etwas Erstes ist, etwas noch nicht Dagewesenes und wahrscheinlich auch, weil es härter beurteilt wird als bei einem Mann. Wir kennen den Effekt, dass eine Frau heftiger kritisiert wird bei allem, was sie tut. Das ist einfach vorhanden, leider. Wir können es vorläufig noch nicht auslöschen. Aber ich fände es gut, wenn sich die Gesellschaft dahin entwickelt, dass es nicht mehr so sein muss. Nein, überhaupt nur, ich habe nicht den Satz kritisiert. Viel zu wenig. Sie könnte ja auch ein feministisches Manifest daraus entwickeln, weil die Corona-Verlierer sind die Frauen und die EPU-alleinerziehenden Mütter sind, also das wäre eigentlich auch ihre Zielgruppe, die sie ja auch klar anspricht. Aber ich finde, da ist sie extrem verhalten. Sie könnte die Ärztin ganz weit raushängen lassen, die Virologin mit der Fachkompetenz und die Feministin. Und beide Dinge hat sie eigentlich in diesem Gespräch sehr schwach bedient, finde ich. Es gab eine Frage zu Corona oder mehrere. Ich weiß es mehrere nicht. Mehrere schon. Also aber ich hatte das Gefühl, dass sie gerade da am kompetentesten kam. Ja? Weil das einfach, wie man auf Russisch sagen würde, ihre Schüssel ist, ja, in der sie sich wohlfühlt. Es gibt aber viel mehr Themen, um die sie sich kümmern müsste und auf die sie sozusagen Antworten liefern muss, wenn sie sich auch um die Kanzlerschaft bewirbt. Und eins davon ist dieses heftig diskutierte Thema derzeit rund um den Konflikt in Afghanistan und um die Frage, wie kann Österreich helfen? Soll Österreich Flüchtlinge aufnehmen? Wenn ja, wie viele? Und da hat sich Pamela Rendi-Wagner folgendermaßen dazu geäußert. Was können wir gemeinsam tun, um hier zu helfen? Was ist überhaupt möglich? Und da sehe ich, und da bin ich voll auch beim Wiener Bürgermeister, und im Übrigen sagt das auch das Burgenland, dass wir jetzt die vordringlichste und höchste Aufgabe und Verpflichtung darin haben, einmal Staatsbürgerinnen und Staatsbürger nach Hause zu holen, aus Afghanistan, aus dieser gefährlichen Zone zu evakuieren, gemeinsam mit verbündeten Ortskräften aus Afghanistan rausholen und das ist auch ein wichtiger Punkt, gemeinsam mit besonders bedrohten Gruppen, das sind vor allem Frauen in Afghanistan, die sich in den letzten Jahren sozusagen der EU angeschlossen haben, der NATO, die für Menschenrechte, also Frauenrechtlerinnen, sind viele Journalistinnen dabei, Journalistinnen, ja. Richterinnen dabei. Aber in welcher Zahl? Jetzt, also ich denke, einige hundert, das sollte möglich sein. Aber ganz wichtig ist auch, dass Gespräche mit den Nachbarländern geführt werden, um Schutzzonen an den Außengrenzen Afghanistans zu finden, wo die Menschen sichere Zonen vorfinden und sich nicht auf lange Fluchtrouten, das sind über 5000 Kilometer nach Europa, durch die Wüste und durchs Mittelmeer machen müssen. Edgar, ein überzeugendes Plädoyer der SPÖ-Vorsitzenden dafür, jetzt ein paar hundert Flüchtlinge aufzunehmen oder doch eher ein verschämtes in einem Nebensatz verstecken, um dann andere Strategien zu entwickeln? Ja, vor allem um 2 Wochen zu spät. Also das war jetzt eine relativ klare Ansage, nur sie kam natürlich viel zu spät. Und sie hat sich ja selbst verraten, indem sie sagt, und da bin ich im Übrigen beim Wiener Bürgermeister und da bin ich im Übrigen auch beim Burgenland. Ohne einen Namen oder eine Funktion zu nennen. Ja, aber es genügt, das ist, genau, ist auch vielsagend, aber es muss ja umgekehrt sein. Das Burgenland ist bei mir oder Wien ist bei mir. Und wenn sich die Parteichefin sozusagen an den Landeschefs orientiert, lässt das eh tief blicken. Wir könnten über diese Aussage jetzt noch diskutieren, aber ganz am Schluss hat Pamela Rendi-Wagner noch auf die Frage, wird sie die nächste Spitzenkandidatin für die Nationalratswahl sein,
eine der wenigen ganz, ganz klaren Antworten gefunden. Auf so was wäre, wenn, kann man jetzt und werde ich sicher nicht antworten, weil ich davon ausgehe, dass ich nächste Spitzenkandidatin bin. Das habe ich vor und das ist mein Ziel. Geht sich das aus, Julia Rabinowitsch? Ich kann eigentlich hier nur Frau Renti-Wagner wiederholen. Ich kann nicht darauf antworten, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie die Entwicklung weiter stattfinden wird. So gefühlsmäßig? Gefühlsmäßig. Mhm. Wenn Sie zögern müssen. Ja. Ich tue mir bei politischen Prognosen äußerst schwer, weil ich ordentlich daneben gehaut in meinem Vorgeschichte. Wie wir alle. Ja, also ich habe bei einigen schwer daneben gehaut. Sagen wir mal so, ich wünschte mir, dass es klappt. Stefan Werra. Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, dass es für die SPÖ keine gute Idee ist. Und das ist keine Kritik an Renti Wagner, sondern einfach nur, dass ihre Person an dieser Position nicht die richtige ist. Und das ist nichts Persönliches. Also ich denke mir, jemand, der sozusagen in der Außenwirkung, aber auch intern so instabil positioniert ist, fragt man sich, warum die so felsenfest verankert ist. Es ist ja eigentlich autodestruktiv für die Partei, also so, wie wir uns die Zahlen das zeigen. Und man versteht es irgendwie, ich würde sie wahnsinnig gern super finden, wirklich. Ich finde es großartig, dass sie eine Frau ist, dass sie im Beruf steht und all diese Dinge. Nur es ist eine Hemmschwelle da, weil sie hat nicht diesen politischen Instinkt einfach. Ja? Sie wäre sicher gut in der zweiten Reihe oder in einem Ministerium, wo sie eh schon gut gepunktet hat, ja. Jetzt kommt die Frage an den innenpolitischen Experten. Ja, ich bin vorsichtig. Es ist eine Frage der Alternativen, also tatsächlich. Und zurzeit gibt es weit und breit niemanden. Ich bezweifle, dass einer der starken verbliebenen Landeshauptleute der SPÖ, einer der drei Herren, die Oppositionsbank drückt bis zur nächsten Wahl, wo er doch regieren kann. Also solange es keine Alternative gibt, wird sich daran nichts ändern. Daran wird auch, glaube ich, die Oberösterreich-Wahl jetzt im Herbst nichts ändern. Selbst wenn die SPÖ dramatisch verliert oder selbst auf diesem niedrigen Niveau bleibt. Ich weiß nicht, ob gleich danach was ins Rutschen kommt an der Parteispitze. Glaube ich nicht. Da rutscht was anderes. Da rutscht das iPad vom Schoß. Wahrscheinlich auch ein Zeichen, dass wir am Ende dieser Diskussion sind. Aber es ist klar. Das Glas ist fast leer. Ja. Ich sage herzlichen Dank an Sie alle für diese Einordnungen und Einschätzungen nach dem Sommergespräch von Pamela Renti-Wagner heute Abend, meine Damen und Herren. Danke Ihnen auch fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche an dieser Stelle wieder, wo wir dann in einer kleinen, feinen Gästerunde das ORF-Sommergespräch mit dem Bundeskanzler und dem ÖVP-Parteivorsitzenden Sebastian Kurz analysieren werden. Ich freue mich bis dahin auf Wiederschauen.